neuer Lappen, neues Putzspektakel. Jetzt ist wieder die Türen. Hier ist auch so ein Handtuch-Ding. Das finde ich immer gut. Da kann man nämlich dann Handtücher und so reinmachen. Auf der anderen Seite steht auch eins. So, hier sind noch so Abschminkpads von Gendert wahrscheinlich. Eine Kerze. Und Zahnputzgedöns. Das ist gut zu wissen. Das könnte ich dann vielleicht auch mal benutzen. Ne? So. Und dann werden wir mal gucken, ob wir das hier. Da brauche ich auch die Bürste. Thank you.
leider hier am Rand. Leider, das geht nicht ab. Naja, egal. Ich will da jetzt nicht weiter dran rumrutschen. So. Und dann einmal die Toilette. Rumschlappelte. Das ist nicht so gut, glaube ich, beim Toilettenputzen. So, die kann jetzt einmal weg. Und dann habe ich gelernt, muss ich die Tür nochmal zumachen, damit die Lüftung aktiv bleibt, beziehungsweise auch ausgeht, wenn sie fertig ist mit der Belüftung, weil sonst würde sie da die ganze Wohnung belüften, würde ich mal sagen lassen. Was ja natürlich nicht gut wäre, ne? Dann hat man die Pumpe ja andauernd an. Gut. Dann muss ich jetzt noch einmal gucken, ist hier alles gut? Was wollte ich hier noch irgendwas? Ja, ich wollte Spiegel putzen. Dafür brauche ich dann auch mal mein Putzgedöns-Ding. Ich meine Lappen und den Zitronenreiniger. Genau. Gucken, wo der war. Da. Essig meine ich natürlich. Upsala, I'm sorry. Und dann einmal das. Und dann putze ich mal. Versucht die Spiegel da mit dem Reiniger zu putzen. Und ihr seid eigentlich auch ganz schön unrein. Warum?
gucken, ob ich euch auch putze einmal. Ja, einmal euch auch geputzt. Seid ihr wieder rein. Da die geht's weg, aber ihr stinkt jetzt nach Essig, ne? Egal. So, jetzt werden wir den Spiegel versuchen zu putzen. Da komme ich noch nicht ganz ran. Ohne Stuhl leider. Zu klein. Du hast mich sicher erschrocken. Ich krieg doch mal einen Herzinfarkt. Emma macht das auch, ne? Dann macht er die Balkontür auf und dann steht er auf einmal vor dir, ne? Mein Gott! Ich bin doch nicht mehr die Jüngste. Ich sterbe doch irgendwann. Emma, habe ich gesagt. Bitte, nicht so weise. Komm rein. Nach was? Ich wollte dich fragen. Was? Weil mein Farb ist das Essig. Ja. Aber ich muss damit die Spiegel reinigen, weil Jasmin hat keinen Spiegelreiniger, also keinen Dingsreiniger. Und dann esse ich. Nein, das ist gleich weg. Gleich weg. Verstehen. Ja, aber jetzt gleich weg. Gleich ist weg. Guck, wie schön der Spiegel jetzt ist. Was wolltest du denn sagen? Ob mein Vater heute zu Fati geht. Das weiß ich nicht. Wieso? Weil Azisa hat letztens vor Selins großen Hochzeit Standesamtdings da meine Wimpernzange. Ja, oder ihn gleich mal anrufen. Bist du schon wieder drin? Ich weiß nicht. Warte mal. Wir können ja ihn gleich mal anrufen. Sie. Nee, ihn. Wieso? Sie. Aber das weiß ja nur dein Vater, das weiß sie ja nicht. Also ihn. Ihn, genau. Wir müssen ihn anrufen, ob er heute dahin fährt. Ja. Genau, und jetzt bleib mal weg da, weil ich putze den Spiegel und dann bist du da wieder drin. So. Aber es stinkt, diese Essig. Ja, aber es geht gleich weg. Wir haben ein Stück Spiegel. Also ich habe tatsächlich in ihrer Tüte die Wimpernzange gesehen, dann war das deine, ne? Ja. Weil ich habe den Schlüssel von Baba gesucht, den hatte nämlich der kleine Schlingel in die Tüte gesteckt und ich habe überall noch den Schlüssel gesucht und das letzte, wo ich gesehen hatte, wo er ihn hingetan hat, war die Tüte von Azize, diese Schminktüte und da war eine Wimpernzange drin. Hätte ich das gewusst, hätte ich sie gefragt, ob ich sie wieder mitnehmen darf. Jetzt ist es zu spät, jetzt müssen wir Baba fragen. Ich weiß nicht, wenn er mal gehen würde, ich würde auch gerne nochmal mit hin. So, gut. Das ist auch fertig. Huch, jetzt hätte ich fast ruhig da oben vergessen. So, ich nehme mal mit. Und so, dann haben wir alle Spiegel wieder sauber. Hallo? Das ist richtig gut. Nee, mein Spiegel, der ist jetzt aber noch nicht. Wieso ist der? Den habe ich doch auch geputzt. Hä? Nochmal. Nochmal. Du kannst doch Baba mal anrufen. Ruf ihn an und frag. Sagst du ja gleich noch. Nö. Ich nerve niemanden, wenn sie arbeiten. Ich weiß ja nicht, dass sie noch arbeiten. Eigentlich habe ich gesagt, er soll da hin und die Küche fertig machen. Vielleicht macht er das ja heute. Aber ich glaube nicht, dass er mich vorher noch abholt. Aber vielleicht holt Opa mich ab. Aber der Arme ist auch kaputt. Ist richtig weit hier immer raus. Oh, jetzt das auch. Uiuiui. Und dann müssen wir den Nudelsalat gleich noch machen. Was haben wir hier noch? Den können wir auch noch mal putzen. Den Flurspiegel. Das Zimmer mache ich jetzt nicht. Gut. Fertig, dann können wir nämlich jetzt zum Nudelsalat übergehen. So. Jetzt bin ich umgezogen und werde mich gewaschen natürlich ordentlich. Arme gewaschen, Füße gewaschen, Beine gewaschen und neu angezogen. Ich hatte jetzt echt keine Lust zu duschen, muss ich gestehen. Deswegen habe ich mich zurückgehalten. Der Lappen ist sauber, den tue ich mal dran.
Und dann würde ich sagen, wir beginnen mit dem Nudelsalat.